Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Easy German mit Benjamin. Das Thema heute ist Lebensmittel und Verpackungen. It's like food and packaging. Heute gibt es keine Grammatik, nur neue Wörter. Yeah, so today there's not going to be like new grammar, it's just gonna be vocabulary work. Okay, we do it as we always do it. I point at the word, you read them. It also gives me enough time to like show a little picture so you know what it is. And we're gonna make it a bit quicker. Yeah, and maybe wait 2 or 3 seconds. If it's too quick for you, just click the pause button after I point at the word so you have a bit more time before I speak it for you guys. And again, please speak it out loud, yeah, so you can really compare of between how you say it and how I pronounce it. All right, so let's go. Apfel. Yeah, here, I hope you know what this is. This is the plural, huh? Maybe we say both, huh? Yeah, let's say both. Der Apfel, die Äpfel. Der Fisch, die Fische. Der Salat, die Salate. Der Reis. And notice, Reis doesn't have a plural. Der Käse. Auch kein Plural. Der Zucker. Zucker. Kein Plural. Der Kuchen, die Kuchen. Der Tee, die Tees. Der Kaffee, die Kaffees. Der Wein, die Weine. Der Orangensaft, die Orangensäfte. Und Saft ist Juice, ja? Yeah? So this one you can obviously combine also with Apfelsaft, ja? Yeah? Oder Bananensaft, ja? Yeah? Okay, dann weiter geht's mit die, ja? Yeah? Das war alles maskulin. Jetzt kommen wir zu den femininen Substantiven. Das ist die Banane, die Bananen. Die Orange, die Orangen. Yeah, and notice this one great rule that I gave you, that most of the feminine nouns, they build the plural with an N or EN. Yeah, especially if they end in E, it's always an N basically. Yeah? Die Tomate, die Tomaten. Die Zwiebel, die Zwiebeln. Die Nudel, die Nudeln.
Die Butter, kein Plural. Die Marmelade, die Marmeladen. Die Schokolade, kein Plural. Die Milch, auch kein Plural. Okay, dann noch neutral, ja, diese Substantive sind mit oder gehen mit das. Da haben wir hier das Brot, die Brote. Das Bier, die Biere. Das Fleisch. E und I zusammen ist Ei. Also Fleisch. Fleisch hat kein Plural. Machen wir erst die hier. Das Rindfleisch. Kein Plural. Das Schweinefleisch. Das Hähnchenfleisch. Ja, kein Plural. Ja. Oh, und hier, das ist ein Fehler, sehe ich gerade. Ja. Hier. Das Würstchen, die Würstchen. Ja, also Würstchen hat einen Plural, aber keine Endung. Ein Würstchen, zwei Würstchen, drei Würstchen und so weiter. Ja, also das hier ist alles Fleisch. Ja. Dann haben wir noch diese zwei. Das Ei, die Eier. Das Wasser, kein Plural. Okay, also das hier sind die Lebensmittel, ja, Food. Und jetzt gucken wir uns noch die Verpackungen an, Packaging. So in which packet, oh, ja, which packaging is used for these nouns? So, hier haben wir jetzt die Verpackungen und wir lesen die Wörter. Der Kasten, die Kästen. ZB, ja, das heißt zum Beispiel, for example, also zum Beispiel ein Kasten Bier oder ein Kasten Wasser. Dann haben wir das. Das Stück, die Stücke. Zum Beispiel ein Stück Kuchen oder ein Stück Butter. Dann haben wir das Glas, die
Gläser. Zum Beispiel ein Glas Bier oder ein Glas Tee oder ein Glas Cola. Das Kilo, kein Plural. Ja, wir sagen 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo. Ja, we don't really need a plural for Kilo. Zum Beispiel 1 Kilo Schweinefleisch. Und hier haben wir Gramm und zum Beispiel 500 Gramm Käse. Gut, that's not really difficult. Huh? Dann hier mit die, and you see we have a lot more that are feminine. Die Packung, die Packungen. Zum Beispiel eine Packung Eier oder eine Packung Nudeln oder eine Packung Kaffee. Die Tüte, die Tüten. Zum Beispiel eine Tüte Chips. Die Tafel, die Tafeln. Zum Beispiel eine Tafel Schokolade. And this might be a bit weird, because if you have learned the words that you should have learned by now, you would know that this also is Tafel in German. So this here is, das ist eine Tafel. And we also say eine Tafel Schokolade. Yeah? Why? Well, who knows? Die Dose, die Dosen. Ja, zum Beispiel eine Dose Bier oder eine Dose Cola oder auch eine Dose Thunfisch. Die Flasche, die Flaschen. Zum Beispiel eine Flasche Wasser oder eine Flasche Saft. And the last one. Die Scheibe, die Scheiben. Zum Beispiel eine Scheibe Käse, ja, eine Scheibe oder eine Scheibe Salami. Alright, so this video today, as you probably know already, is a bit shorter. Yeah. Ich sehe euch nächste Woche. Ja, bis dann, alles Gute, tschüss.